Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Let's Play zu Doom 2. Jawohl, Hell on Earth. Wir haben ja das letzte Mal Doom 1 durchgezockt und es war doch relativ knifflig gegen Ende. Wer es noch nicht gesehen hat, angucken, sofort. Und dann direkt hier weitermachen, genau. Und so, das machen wir jetzt schon mal. Wir zocken nämlich jetzt Doom 2 durch. Das Spiel ist meiner Meinung nach 1994 rausgekommen, ist der direkte Nachfolger zu Doom 1. Wer hätte das gedacht? Dieselbe Engine, die fast gleichen Waffen, noch ein paar mehr gab's. Ja, zum Beispiel die doppelläufige Schrotflinte, die immer noch, ja, einen großen Trend ausmacht. Egal jetzt, wir zocken einfach mal los. Genau, wir beginnen mit der ersten Episode, Hell on Earth. Aber da das letzte so schwer war, spielen wir es jetzt auf ganz einfach. I'm too young to die. Nein, natürlich nicht. Wir spielen es so wie den letzten Teil wieder auf Ultra Violence. Und damit viel Spaß mit Doom. Jawohl, ja. Die checken noch gar nichts hier. Knallen wir sie gleich erstmal ab. Hinterrücks, so wie wir sind. Hinten kommt gleich der nächste Dödel an. Bam. Und hier gibt es schon das erste Secret zu entdecken. Kann ich mich noch dran erinnern? Wie gesagt, also Doom ist ewig her, dass ich das gezockt habe. Genauso Doom 2. Hier, wenn man geradeaus geht, rutscht man nämlich diese Stufe runter und kommt nicht mehr hoch. Wenn man sich direkt am Anfang umdreht, kriegt man hier schon direkt die Kettensäge. Ja, so ein Markenzeichen von Doom und das ist ja nicht schlecht. Die ist nämlich wesentlich stärker als die Fäuste, die man jetzt gar nicht mehr besitzt. So. Hier haben wir schon den ersten Imp wieder, der auf den Dönitz haben will. Und das kriegt er auch. Hier muss man nicht lang. In diesem Bereich. Hier gibt es eigentlich nur so ein paar extra Secrets. Bisschen was einzusacken. Eben haben wir schon von hinten wieder einen drauf. Hier kriegt ihr von ihm hier. Aber, also wenn ich mich an ein paar Secrets erinnere, dann möchte ich die auch schon gerne mit einsacken. Genau, so konnte man die Dinger hier runterlassen. Und jetzt habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Ich hätte zuerst den rechten hier drücken müssen, dann wäre hier hinten was aufgegangen. Genau. Tja, aber das geht jetzt schon gar nicht mehr. Jawohl, schon den ersten Fehler gemacht. Geht schon gut los. So, komm her, du Imp. Stell dir nicht so an. Fall um. So, hier wird diese blauen Fläschchen einsammeln. Die geben immer ein HP. Das ist nicht viel, aber sie gehen auch über 100 drüber. Also man kann da, ich glaube, bis zu 200 HP insgesamt dann einsammeln. So, hier gibt es dann schon ein Geheimnis. Seht ihr das? Diese Imps, die sind aus einem Geheimnis rausgekommen. Dann ist es schon gar nicht mehr so geheim, wenn die das machen. So, Freund, blase dich erstmal ab. Kettensägen hier. Hier drinnen. Genau, das ist ein Geheimnis. Und hier draußen kommt man auch hin zu ihm hier. Da schieße ich erstmal nicht alle. Indem man... da kann ich mich immer noch dran erinnern. An die ersten Level, das geht immer noch. Hier, genau. Zack. So, kommt her, Jungs. Oh, irgendwo ist hier noch einer. So, los, komm, wir fahren hoch und sägen den direkt kaputt. Flatsch. So, und jetzt kommen wir nämlich raus. Jetzt ist hier rechts, glaube ich, eine Tür offen. Genau so ist es. So. Ach du Scheiße, sind das viele. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir holen jetzt erstmal die Pumpe hier hinten, die ist nämlich hier versteckt. Und dann können wir die restlichen ausknipsen. So. Jawohl, ich glaube, viel mehr Geheimnisse gibt es hier gar nicht im ersten Level, aber wir haben schon gut HP verloren, das nervt mich schon. Hallo. Ah, hier kriegen wir aber alles wieder. Jawohl, ja. Und damit haben wir den ersten Level von Doom 2 schon abgeschlossen. Haben 100% abgeknallt. 100% der Items eingesackt, aber nur 60% der Secrets. Tja, hinter dieser einen Wand da mit dem Schalter, den haben wir leider nicht aktiviert. Das habe ich verpennt. So, die Pumpe muss man immer erstmal ein bisschen aufheben. Wir speichern aber erstmal ab, da man hier leider auch wieder schneller stirbt, als man denkt. Ihr habt es gesehen, ich habe hier noch keinen Speicherstand. Ich habe es wirklich die BFG Edition geholt und noch nichts gezockt. Es ist also alles noch ganz frisch hier. Ich kann mich an weniges nur erinnern. Hoppala. So, und hier hätten wir eigentlich regulär erst die Schrotflinte gekriegt. Hier hinten brauchen wir nicht hingehen. Da ist nur ein Typ drin. Haben wir den erwischt? Tatsächlich. Kann man sogar da durch abknallen.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja genau, also ich habe das Spiel das letzte Mal vor über 10 Jahren gespielt. Aber damals gab es ja noch nicht so viele Shooter. Also vor über 10 Jahren, über 10 Jahre, also nicht 10 Jahren, sondern viel, viel, viel mehr früher. In den späten 90ern habe ich es gespielt. Ja, und da gab es doch nicht so viele Shooter. Ich habe es einmal durchgezockt und sonst war ich auch immer wieder nur die Anfangslevel durchzocken. Ich habe die immer wieder angefangen, habe dann wieder aufgehört, weil es genauso wie in Doom 1 irgendwann richtig knifflig wird mit den Levels. So, jetzt müssen wir da rüber. Da ist, glaube ich, eine Karte. Da oben ist es schon. Und ihr hört's, jetzt sind wir hier schon wieder runtergefallen. Erstmal die Pumpenmuni alles mitnehmen. Denn, hier sieht man es schon, die Wand sieht so leicht uneben aus. Und das hat auch einen gewissen Grund. Denn, tada, bam, die doppelläufige Pumpe muss hier mal ran. Aber da verschießt man natürlich auch immer gleichzeitig zwei Kugeln. Zwei Patronen zumindest. Und das ist schon relativ viel. Hoppala. Na komm her, Junge, du bist doch noch da. Oh, und hier sind echt viele Gegner. Ich krieg schon wieder gut auf den Dönitz. Aber ich weiß gar nicht. Ich hatte das Gefühl, dass Doom 1 immer schwieriger war. Bloß wenn ich das jetzt hier so sehe, könnte meine Erinnerung mich auch irgendwie täuschen. Ah, oh, du Arsch. Guckt mal hier, also irgendwie die Schrotflintentypen, die ziehen mir mehr ab als... Oh, hier sind aber auch fies platziert. Aber es gibt hier gut erstmal wieder Heilungsteile. Medikits. So, jetzt kann man nämlich das aufmachen. Und jetzt ist das hier offen. Genau. So, und ich glaube, hier sind ganz viele drin. Aber da brauchen wir die blaue Karte. So, Junge, komm her. Fass machen wir noch kaputt. Kommt her, Jungs. So, und hier waren wir eben. Das ist dieser Kasten jetzt, sich nach rechts bewegen. Jetzt kann man hier auch durchgehen. Seht ihr das da unten? Wenn man da jetzt einfach so blindlings runterspringt, kriegt man gut auf den Sack. Und das Gute ist, man kann da unten die Fässer treffen. Sowas. Und das zieht ordentlich ab. So, jetzt nehmen wir die Doppelläufige und springen einfach mal runter. Brauchen wir gar nicht. Sind alles schon tot hier unten. Piss dich. Ah, diese Schrotflintentypen, ey, die sind echt krass. Die halten selbst nicht viel aus. Bam. Ein Schuss, zwei Imps. So, die blaue Karte haben wir jetzt. Irgendwie kommen wir jetzt hier auch wieder raus. Jawohl, da schießt seinen Kollegen in den Rücken. Ein Teamkiller. Genau, jetzt kommen wir hier rein. Ich glaube, da ist schon der Ausgang. Geh weg. Ach Mann, ich fange halt immer noch ein. Ist hier noch irgendwo ein Medipack, was ich übersehen habe? Ich glaube, hier hinten hat man noch eins liegen lassen, ne? Ich möchte wenigstens in den nächsten Level mit voll HP... Denn das war schon der Ausgang da. Die Anfangslevel sind immer hier, jawohl. Naja, fast voller HP. Hält sich noch in Grenzen, geht. Ja, und wir erinnern uns. Beim letzten Let's Play habe ich keine Shift-Taste benutzt. Beziehungsweise erst ganz zum Schluss. Die ist jetzt hier natürlich schon aktiviert. Wir haben 100% abgeknallt, 100% der Items eingesackt. Aber null Secrets. Und in 4 Minuten 37 haben wir diesen Level abgeschlossen. Und dann geht es in den Level 3. Und wir... Oh, da drüben ist schon einer. Bam, kriegt erstmal einen auf den Sack hier. Da kann man nicht durch. Wir speichern erstmal ab. Na, da war doch noch einer, oder? Seht ihr das? Hey, ihr alten Impfsäcke. Er schießt daneben, ich schieß daneben. Läuft. Das haben wir ausgemacht. Faires Duell. Beide schießen daneben. Alle bleiben am Leben. So, Junge, ich komm hoch. Da ist er. Oh, die Pumpe, die geht so durch hier. Wie so ein warmes Messer durch Butter.
durch Zombie-Köpfe. Hier haben wir gerade durchgeguckt. Und ja, an diesen Level kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Das ist ja nett. So, geh hoch. Oh! Halleluja. Da oben kriegen wir anscheinend die Gatlingern. Das ist auch ein neuer Gegner. Den gab es in Doom 1 nicht, den Gatlingern-Freak. Das Gute ist bei denen, die ziehen zwar relativ viel ab, aber wenn man die killt... Oh, hallo. Hat man den Vorteil, dass man auch Gatlingern-Muni kriegt. Achtung, so. Die bekriegen sich schon wieder da hinten. Habt ihr das gesehen? Der Gatlingern-Typ hat sich gerecht hier an den Typen. Bam. Oh shit, ey. Der hat mir gut abgezogen hier. Okay, wir sind gleich tot. Ich speichere mal ab. So, Nummer 1. Haben wir alle. Okay. Krass. Ey. Schrotflinte, da oben ist er. Oh, 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 oh. Ja, das war's schon. Dann müssen wir schon wieder laden. Verdammte Axt. Oh. Geht schon mal gut los. Ich bin total verpennt hier wieder. Da oben kam nur noch einer. So. Und jetzt beamt er sich darüber, ja. Genau so. Da hinten wackelt einer rum. Haben wir gleich erstmal ausgeschaltet. Wir brauchen unbedingt HP, Freunde. Oh, irgendwie treffe ich ganz viele, aber nicht den, den ich treffen will. Seht ihr das? Das ist irgendein Unsichtbarer. Den ich aber nicht treffe. Jetzt haben wir ihn. Okay. So, schnell das Zeug holen. Das ist nämlich gefährlich hier. Na, wo seid ihr, Freunde? So. Einmal ein bisschen rumgebratzt, schnell abhauen. Denn hier wird man gut in die Zange genommen. Es ist irgendwie, wirkt erstmal schwieriger, das Spiel. Das finde ich erstmal gut. Oh Mann, ey. Von den Rücken gebratzt, du Arschloch. Oh, oh. Bäm, die platzen ja richtig schön hier. So, irgendwas haben wir aufgemacht. Ah, da drüben. Okay, ich speichere erstmal wieder. Da drüben ist auf jeden Fall ein Raketenwerfer. Hier ist auch eine blaue Tür. Bäm. Okay, das nehmen wir mit. Ah, das ist jetzt ein bisschen rausgeschossene Muni hier. Verplempert, aber... Naja... Wir kriegen ja auch genug. Ich speichere nochmal ab. Solche Beam-Tore, die enden meistens böse. Oder auch nicht. Ah, hier kriegen wir den Raketenwerfer. Exzellente Wahl. So, jetzt gehen wir da drüben rein. Genau hier. Na? Ach, jetzt sind wir hier oben drauf. Das ist der Anfang. Da unten haben wir uns durchgebratzt. Und dann sind wir da rechts hoch. Ja. Läuft. Nehmen wir die normale Pumpe. Wir werden wahrscheinlich eh da hochkommen. Na los, mir stirb. So, da unten, da wackelt schon irgendein Schwein drin. Seht ihr das da aus dem Augenwinkel? Ah, shit. So, wir haben die rote Karte. Und die Schweine. Was passiert hier? Oh, hallo. So, ein unsichtbares Schweinhammer. Die bekriegen sich schon wieder alle hier. Die schnallen nicht, dass im Team viel besser wäre, zu agieren. Mein Vorteil. So, haben wir alle. Jawohl, wieder 10 Helme aufsetzen. Captain der Helme. Und das ist der Fahrstuhl zum Glück. So, die rote Karte haben wir. Jawohl, fettes Schwein, kriegst du einen rüber her. Aber da drüben, seht ihr das? Das kriege ich nicht mehr, oder? Nope, das kriege ich nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Tja, dann war es das wahrscheinlich schon wieder, das Level. Oder gibt es hier noch einen Geheimgang? Nope. Das Level war's.
Wir haben 92% abgeknallt, 77% der Items, 0 Secrets. Wer hätte das gedacht? Und wir haben 5 Minuten gebraucht. Waren wieder fix unterwegs hier. Okay. Ich nehme mal die normale Pumpe, damit wir nicht ganz so viel Muni verschwenden. Ein Schuss. Oh, da hinten kommt so ein Gatling-Gun-Freak. Da kommen 3. So, die Hammer. Machen die hier. Ihr habt die Jalousie kaputt geschossen, ihr Deppen. Was sind da hinten? Seht ihr das? Da gehen irgendwelche Feuerbälle hoch. Bam. Die haben wir alle. Oh. Ihr oder was? Was macht ihr? Wo kommt ihr auf einmal her? Toll. HP wieder eingesackt. War noch gar nicht nötig. Haben wir unnütz verbraucht jetzt schon. So, was haben wir jetzt davon? Ah, die blaue Karte geht runter. Und wartet schon auf uns. Okay, hier unten ist ein unsichtbares Schwein. Ein bisschen Schrotflinte. Und die blaue Karte. Ich habe immer Angst, dass ich was überhöre, wenn ich so viel quatsche. Denn mit dem Gehör kann man hier viele Gegner schon orten. Seht ihr das? Oh. Affe. Penner. Ich speichere mal ab. Ich habe das Gefühl, da drüben ist ein Geheimgang. Das da. Jawohl, es ist einer. Ah, so kommen wir wieder an den Anfang. Okay, das war auch ein Geheimgang. Jetzt können wir hier... Nee, das ist rot. Blau. Wo ist denn blau? Hier ist blau. Ach was, mit einem Schuss kann man die auch zum Platzen bringen. Oh, und die Lichteffekte sind hier nochmal einen Ticken besser. Seht ihr das? Das ist doch also 1994, das ist echt die Wucht. So, hier muss man schnell sein und sich nicht einkesseln lassen. Denn wenn man hier hinten auf dieses Feld geht, was ist das? Geht das da runter, das weiß ich noch. An diese Szene kann ich mich noch erinnern. Jetzt geht das hoch, jetzt kann ich mir die Karte hier drüben nehmen. Schnell weg, irgendwo hat es noch geschrien. Hier ist er schon. Und da hinten war noch irgend so ein Beamfeld, wo ich jetzt gar nicht hinkomme. Ist hier noch ein Geheimgang? Nö. Aber was ist das? Keine Ahnung. Vielleicht ist so nur dieses Beamfeld erreichbar. Hm. Ah, so kommt man direkt wieder an den Anfang. Ist anscheinend für Speedrunner gut geeignet, das Gerät hier. So, jetzt können wir mit der roten Karte hier reingehen. Na, das ist eine Falle. Freunde, das ist doch eine Falle. Genau sowas. Prädestiniert für eine Falle sowas hier. Bam. Ist da noch einer, der keine Miete gezahlt hat? Genau der. Flatsch. Ich hoffe, den anderen haben wir auch erwischt. Hammer. Hallihallo. Bam. So, hier ist ein Beamteil. Ansonsten haben wir ihn noch. Ih, geh weg. Okay, noch so ein Beamgerät. Hier ist nichts weiter, kein Geheimgang. Also ich kann hier auf E hämmern, passiert nichts. Da, diesen Schalter müssen wir wahrscheinlich betätigen. So. Hoppala. Okay, kann ich hier noch irgendwas öffnen? Ne. Batz, jawohl, voll in die Fresse. Okay, Leute. Da ist noch ein Helm. Da ist das Ziel, aber ich habe das Gefühl, es wird noch schwerer. Deswegen nehme ich den Helm noch mit. Ich weiß, es ist nur ein Rüstungsteil, aber was soll ich sagen? Lieber einen haben, als irgendwann dran zu verrecken, dass man keinen hat, Freunde. So. The Focus finished. Und wir haben 98% abgeknallt. Da war irgendwie ein Feind, hat sich hier noch verkrümelt. Wir haben 76% der Items eingesackt.
und 66% der Secrets gefunden. 4 Minuten 29 haben wir benötigt. So, und wir gehen in den nächsten Bereich und kriegen hier direkt so einen blauen Blubbel. Doppelläufige Schrotflinte noch eingesackt. So, Freunde, aber das war's auch schon für den ersten Part hier auf Lindark mit Doom 2. Ich speichere ab hier direkt oben, Batz, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal hier auf Lindark bei Doom 2. Tschüss!